Diese Aktion mit dem Bild, das bist nicht mehr du. Das erinnert mich an früher. Ich will nicht, dass du wieder in diesen Zustand gerätst. Du hast dich nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß es nicht. Graf Lahnstein. Was gibt's denn, Justus? Ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Herrschaften im Esszimmer auf Gräfin Helena anstoßen. Darf ich nachfragen, ob Sie der Familie vielleicht Gesellschaft leisten wollen? Ja, danke. Sehr wohl. Helena ist plötzlich ja weggegangen. Die ganze Firma hängt am seidenen Faden. Wie soll das weitergehen? Ja, so plötzlich, wie sie nach Kambodscha aufgebrochen ist, kann sie auch wieder zurück sein. Wer weiß. Sie hat sich in den letzten Wochen wegen der Auktion dermaßen unter Druck gesetzt und dann dieses Desaster. Ich glaube, sie will nur noch Abstand von allem. Dabei kann sie gar nichts dafür. Ja, Tristan bloß nicht inkognito mitgeboten hätte. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Die Bank ist dann ansprechend und die Pleite, die Immobiliensparte haben wir abgestoßen, um den nötigsten Schaden zu begrenzen. Und jetzt lässt Tristan ausgerechnet die Auktion platzen, deren Gewinn uns saniert hätte? Preistreiber eigentlich ein Strohmann? Ohnehin bombensichern Geschäft, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Ganz offensichtlich setzt ihm die Trennung von Marlene doch mehr zu, als wir alle gedacht haben. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also letztendlich haben wir es Tristan zu verdanken, dass Helena hier die Schnauze voll hat. Ihr müsst nicht in meiner Abwesenheit über mich reden. Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, ich höre. Ja, dann könnte man glatt den Eindruck bekommen, du hättest Helena mit deiner Aktion einen riesen Gefallen getan. Weil sie endlich ihrer Berufung zur Archäologin gefolgt ist. Ich weiß, dass Helena als Kopf des Auktionshauses brillant war. Und ich weiß, dass sie auch wegen mir gegangen ist. Sie ist nur wegen dir gegangen, weil du sie ruiniert hast. Mach mal die Augen auf! Haken, bitte! Helena hat ausdrücklich gesagt, dass es der Familie untersagt ist, Gebote abzugeben. Und was macht er? Die Sache ist gelaufen. Ich kann es nicht rückgängig machen. Und das alles nur wegen dieser talentfreien Hupfdrohle. Klappe! Entschuldigt, ich wollte eure kleine Freundin nicht beleidigen. Teilt ihr sie euch jetzt eigentlich? Gott, hört doch mal auf! So ein Streit ist wirklich alles andere als hilfreich. Schön, dann bleiben wir doch bei den Fakten. Die Auktion ist geplatzt, Helena ist weg, unser Ruf in der Kunstszene ruiniert und die Bank nach wie vor pleite. Aber wir haben noch eine ganze Reihe sehr wertvoller Van Gogh-Exponate, die wir so schnell wie möglich veräußern sollten. Jetzt? Der Preis für die Gemälde ist im Keller nach dem Skandal. Alle wissen, dass wir verkaufen müssen. Willst du warten, bis die Firma komplett ruiniert ist? Nein, ich möchte nur nicht zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt an den Markt gehen. Allein der Katalogwert vom Zypressenweg unter dem Sternenhimmel liegt bei 6,5 Millionen. Mit ein bisschen Glück holen wir jetzt noch ein paar Prozentpunkte raus. Ja, dann ist doch gut, dann leite alles in die Wege. Damit wir den Schaden dieser misslungenen Auktion wenigstens annähernd auffangen. Wir können den Zypressenweg nicht veräußern. Bitte, willst du den Schinken jetzt einfach noch behalten als Andenken an deine Heldentat? Nein. Ich habe es zerschnitten. Ich habe es zerschnitten, weil ich nicht wollte, dass Rebecca Marlene das Bild schenkt. Das war's mir wert. Sehr lustig, Tristan. Fassen wir zusammen. Das Auktionshaus steht im Verdacht, unlautere Preistreiberei zu praktizieren. Und die Leiterin des Auktionshauses landet in ein paar Stunden in Angkor Wat. Und wir haben einen zerstörten Van Gogh in der Backe. Irgendwelche Ideen, wie wir da wieder rauskommen? Erstmal sollten wir das alle top secret halten. Ich habe morgen einen Sponsorentermin. Da kann ich keine unangenehmen Nachfragen gebrauchen. Top secret ist eine Illusion des Kalten Krieges. Wir sind im 21. Jahrhundert. Irgendjemand redet immer. Ja, im Zweifelsfall Sie. Ja, und ich sehe die Schlagzeilen schon vor mir. Tristan von Lahnstein, der Kunstschlitzer. Motiv, Lesbenhass. Und das wäre noch die seriöse Presse. Du hast das Ganze doch eingefädelt. Also tu ja nicht so unschuldig. Das hätte ich mir gleich denken können, dass du dahinter steckst. Also ich wusste nicht, wann der Vorwurf kommt, aber ich war mir sicher, dass er kommt. Ich verstehe kein Wort. Was willst du damit sagen, Tristan? Ansgar hat mir das Geld für die Auktion geliehen. Oder glaubt ihr, ich zahle an Van Gogh aus der Portokasse? Wenn ich von deinem schwachsinnigen Plan gewusst hätte, wäre ich natürlich auf die Bremse getreten.
Mir hat er gesagt, er bräuchte den Kredit, um die Lizenzen für ein neues Musical zu erwerben. Bitte, du wusstest doch ganz genau, was ich mit dem Geld vorhabe. Weißt du was, mir reicht's jetzt. Ich werde jetzt eine dreistellige Nummer wählen und hoffen, dass da jemand Zeit hat, dich abzuholen. Die machen ja fein die Jacke von hinten zu. Aber keine Sorge, Ludwig, die alte Spendierbundfalte, wird sich garantiert nicht lumpen lassen. Deine Gummizelle ist garantiert weicher gepolstert als die von einem normalen Irren. Kurz vor der Auktion wollte er mich glauben lassen, dass Rebecca das Bild für Marlene ersteigern will. Was, wie gesagt, vollkommener Unsinn ist. Also, Tristan, wie auch immer, du hast dir den Strohmann gesucht. Du hast über ihn mitbieten lassen in dem Bewusstsein, dass es strafbar ist. Und du hast das Bild zerstört. Tristan, das war Kunst. Ein irreparabler Schaden. Ist dir das eigentlich klar? Ja, mein Gott. Und ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich könnte es ja verstehen, wenn Tristan jeden Abend mit 18 Damen des leichten Gewerbes um die Häuser zieht. Aber dass er ein Imperium ruiniert. Nur weil sein Theaterhäschen nicht mehr in seiner Möhre knabbern will. Bitte ersparen Sie mir Ihre Zoten. Genau genommen war es eine Gemüsemetapher. Mann, jetzt halt doch endlich mal deine Klappe! Ich denke, das Wesentliche ist gesagt. Wo will er denn jetzt hin? Großer Gott, hoffentlich nicht ins Museum. Ich habe versucht, die Familie zusammenzuhalten. Aber im Moment entgleitet mir alles. Diesmal war es immerhin nicht allein Ihre Schuld. Vielleicht ist es ein kleiner Trost. Wissen Sie was? Ich kann Ihren Zynismus nicht mehr ertragen. Sie haben doch auch keine Lösung. Sie wollen eine Lösung? Kein Problem. Deine Lösung kenne ich. Wenn einer aus der Reihe tanzt, Kopf ab. Immerhin wurde nach diesem Prinzip unsere Zivilisation geschaffen. Ansgar, du langweilst mich. Ich bitte euch, es liegt doch auf der Hand, dass man Tristan die Leitung der Entertainment-Sparte abnehmen und ihn aus dem Gremium ausschließen muss. Nein, sein Weggang wäre ein Verlust für die Firma. Warum? Weil wir dann keinen haben, der sich um die Gemälde kümmert? Ich will ihn doch nur vor sich selbst beschützen. Alles, was er braucht, ist ein bisschen Schweizer Bergluft und ein Doktor, der ihm die richtigen Pillen verschreibt. Könnte dir auch nicht schaden. Also wenn ich so eine Aktion gebracht hätte, würde es keine 2 Minuten dauern und du würdest meinen Ausschluss aus dem Gremium fordern. Ich werde Tristan jedenfalls nicht fallen lassen. Wenn wir in Zeiten der Krise nicht zusammenhalten, was für eine Familie sind wir dann noch? Tristan. Danke, dass du allen die Wahrheit gesagt hast. Tja, tut mir leid, wenn ich dir den Spaß verdorben habe. Wie lange soll das noch so weitergehen, Tristan? Was meinst du? Sollen wir uns zukünftig anschweigen und du schlägst weiter blind um dich? Du hast mit Marlene die Ursache geliefert. Alles, was jetzt folgt, ist nur die Wirkung. Okay. Reden wir über Ursachen. Eine Trennung ist für jeden hart. Aber nicht jeder überschreitet Grenzen, die du gerade überschreitest. Marlene hat mir genau zum richtigen Zeitpunkt ihre Pumps voll ins Herz gerammt. Und ganz nebenbei hat sie mich auch noch bloßgestellt. Sag mal, glaubst du dir eigentlich selbst, was du da gerade redest? Das existiert doch alles nur in deinem Kopf. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Und Marlene auch. Natürlich, euer geheucheltes Mitleid war wirklich ganz großes Kino. Vor allem, als ich euch kurz danach fast beim Sex erwischt hätte. Tristan, ich weiß, dass du meine Hilfe nicht willst, aber ich biete sie dir trotzdem an. Ich brauche keine Hilfe. Was ich brauche, hast du bekommen. Und was das Bild betrifft, die Aktion würde ich jederzeit wiederbringen. Wollt ihr mir den Termin mitteilen, an dem ich im Gremium hingerichtet werde? Oh Mann, hier steht ja wie die Zeugen Jehovas. Und wollen wir vielleicht ein bisschen über Gott reden? Nein, wir wollen ein bisschen über dich reden. Danke, mein Bedarf ist gedeckt. Hör zu, Tristan. Ich weiß, wir haben alle unterschätzt, wie sehr Rebecca und Marlene dich verletzt haben.
Du warst eifersüchtig. Hast den Kopf verloren. Und dabei völlig überreagiert. Tristan, du hast schon mal professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Tristan, es hat dich damals stabilisiert. Und vielleicht wär's doch jetzt auch wieder eine Option. Hör zu, ich bin nicht einer von deinen Mandanten. Und meine Option, die wäge ich immer noch selbst ab. Und bitte hört mit diesem pseudotiefen psychologischen Gequatsche auf. Mein Problem ist Marlene und darüber will ich nicht reden. Weder über sie noch über mich, klar? Es ist wirklich total kaputt. Weißt du was? Dein Ego-Trip, der kotzt mich langsam sowas von an. Es geht nämlich nicht immer nur um dich. Es geht um die Firma und somit um uns alle. Aber das ist dem Herrn natürlich völlig egal. Es ist kaputt. Ja, es ist kaputt. Wie oft willst du es noch sagen? Wir wollten mit dieser Option die Bank auf sichere Füße stellen. Und was machst du? Du rammst der Firma förmlich ein Messer ins Kreuz. Das weiß ich und ich kann es nicht mehr ändern. Tristan, wenn du glaubst, Marlene ist deine Sache, dann stimmt das nicht ganz. Mit deinem Hass auf sie schadest du der Firma und damit uns allen. Tristan, noch eine solche Aktion und Lahnstein Enterprises ist Geschichte. Dir helfen. Wegen der Firma? Nein, wegen dir. Weil du zufällig unser Bruder bist. Nur gekommen, um mit mir im Dunkeln rumzuknutschen? Nein, ehrlich gesagt möchte ich mit dir überhaupt nicht mehr im Dunkeln rumknutschen. Jedenfalls nicht heimlich. Was ist los? Tristan hat vor der Familie gesagt, dass er den Van Gogh zerschnitten hat. Das ist doch gut. Naja, im selben Atemzug hat er gesagt, dass er uns damit verletzen wollte. Und dass es ihm die Sache wert war. Dann ist er immer noch verletzt. Obwohl er gar nicht weiß, dass wir beide... Eben. Aber ich finde, er sollte es wissen. Ausgerechnet jetzt, nach allem, was passiert ist. Rebecca hat uns beide mehrfach bedroht, mich erpressen, Van Gogh zerschnitten, Helenas Karriere ruiniert. Ich lasse mich von ihm nicht einschüchtern. Er ist mein Bruder, er wird mir nichts tun. Und ich finde, er sollte die Möglichkeit bekommen, mit der Wahrheit zu leben. Ich will nicht, dass dir was passiert. Mach dir keine Sorgen, ich passe auf mich auf. Das ist aber jemand hartnäckig. Ja. Ich muss mit dir reden. Das trifft sich gut. Ich auch mit dir. Wie ich mich in letzter Zeit benommen habe, das war nicht in Ordnung. Es tut mir leid. Danke. Ist okay, Tristan? Nein, ist es nicht. Ich bin Teil der Familie. Und deshalb will ich meinen Beitrag dafür leisten, dass es wieder aufwärts geht. Und das wolltest du mir sagen? Ich will, dass wir wieder ganz normal miteinander umgehen können.
Und ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber ich will es versuchen. Ich auch. Aber nur unter einer Bedingung. Du musst die Finger von Marlene lassen, versprich mir das.